Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreten, bis 10 Zeichen erscheinen, ein Erdrutsch im Osten, einer im Westen und einer auf der arabischen Halbinsel. Dieser Hadith erst einmal erklärt uns, sowas kann überall passieren. Überall. Und deswegen macht es nicht so viel Sinn, zu denken, nur wenn zwei Erdplatten nebeneinander sind, an dem Ort gibt es Erdbeben. Erdbeben gibt es überall. Und am Ende stellt sich heraus, ja, die Erdplatte dort im Osten hat sich bewegt, aber das war so stark, dass eben das Erdbeben auch bei uns stattgefunden hat. Das heißt, es gibt keinen sicheren Ort vor dem Tod. Und diese drei Erdrutsche, das bedeutet ja nicht, dass sie die einzigen sind und dass vorher nie Erdrutsche stattfinden werden, sondern es bedeutet, dass es eben gewaltige Erdrutsche sein werden. Und wenn man jetzt noch einmal sich erinnert an diese Erdbeben, dann muss man sich vorstellen, wie gewaltig müssen diese Erdrutsche sein. Wenn die zu den Zeichen der Stunde gehören, das war ja fast ganz Deutschland war weg, dieses Gebiet in der Türkei, das ist ja mindestens wie die Hälfte von Deutschland. Was sind dann diese drei Erdrutsche? Möge Allah uns bewahren. Und seht, wie Allah mächtig ist, wie die Engel, die Soldaten Allahs, diese Erde bewegen können. Und wie winzig der Mensch ist und wie bedürftig er ist und wie schwach er ist. Ibn Hajar rahimahullah sagte, es traten an manchen Stellen bereits einige Erdrutsche ein. Allerdings sind mit den drei Erdrutschen schlimmere gemeint als die bisherigen. Subhanallah. Also alle Tsunamis, die ihr gesehen habt, alle Vulkanausbrüche, alle Erdbeben, alle Erdrutsche, die es gibt, die sind nichts im Gegensatz zu diesen Erdrutschen, die passieren werden. Möge Allah uns davor bewahren. Erdrutsch bedeutet, die Erde, zack, ist weg. Die bewegt sich, die Erde, da ist auf einmal ein Riesenkrater, Loch. Und das, liebe Geschwister, kann überall passieren. Und deswegen, barakallahu fikum, warum erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Zeichen? Damit wir uns vorbereiten auf den Tod. Damit wir wissen, der Tod kann überall und an jeder Stelle eintreten. Was ist die Lösung? Bitte Allah um Vergebung.